bitte auch genug sein. Aber gehen wir einfach auf Nummer sicher. Wir verlieren den Ruf ja sowieso schnell genug wieder, also. So, ich hoffe mal, dass die Ottomanen sie jetzt nicht dann gleich annektieren werden. Jetzt habe ich ja wieder das gleiche Problem, das ich schon einmal hatte. Und in 5 Jahren werden wir sie eben wieder hoffentlich dann vasalisieren. Okay, bevor wir uns um Byzanz kümmern, werden wir uns noch einmal um eine andere, inzwischen schon schwache kleine Nation kümmern. Und das wird wieder mal Brabant sein. Und ich glaube nicht, dass wir da Verbündete brauchen werden. Also lassen wir die mal aus dem Spiel. Cleves, Köln, Münster und Trier und Aachen. Na gut, also es ist relativ eindeutig, wer diesen Krieg gewinnen wird. Denke ich mal. So, wo ist denn unser bester General? Der hier sieht gut aus. Wo ist denn Otto Freistadt? Wird der gar nicht verwendet. Dann kriegt ihr mal hier sofort Otto Freistadt. Und ihr kriegt auch mal irgendeinen General. Und euch gebe ich auch gern einen. Ihr sollt ebenfalls nicht generallos bleiben. Und ihr dürft auch noch mithelfen. Gewonnen, 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 gewonnen. Gewonnen, gewonnen. Halbieren. Halbieren, halbieren, halbieren. Folgt gleich. Nach Aachen gehen, 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 gehen. Und hier nach Flandern. Und hier mal nach Osnabrück. Gut, halbieren, halbieren. Zack, halbieren, zack. Zack. Und zack. Halbieren und halbieren und zack. Und halbieren und zack. Und zack. Und zack. Und mal sehen, hier, die können 11 Einheiten versorgen. Hoffen wir mal, dass wir in Münster kein Abnutzung erleiden, sonst müssen wir es wohl erstürmen. So, und, oh, hier, das habe ich ganz übersehen, in Schellweil. Gibt es noch Gegner? Und, okay, keine einzige Provinz von uns wird irgendwie belagert oder so. So, und jetzt können wir einfach mal kurz warten und hoffen, dass das die ganzen Belagerungen schnell vorüber sind. Und irgendwo gab es ja eine Revolte, oder was? Ja, nichts Schlimmes. Okay, dann warten wir eben ein bisschen dahin. Wir behalten uns unseren inzwischen wieder mal relativ guten Herrscher. Und ja. Die brabantischen Gebiete in Amerika machen mir noch Sorgen, denn die werden wir irgendwann auch übernehmen müssen. Wenn wir jemals Brabant ganz in unser Reich eingliedern wollen. Also vielleicht geht's im nächsten Krieg nach Amerika. Und jetzt ist übrigens wieder mal ein Autosave gewesen, wie ihr euch sicher inzwischen wirklich schon denken könnt.
Wow, Antwerpen allein ist 38 wert. Ihre Gebiete sind alle endlos viel wert im Prinzip. Wir würden hier glaube ich nicht einmal mehr, nein, nicht einmal mehr 4 Gebiete könnten wir bekommen. Und wenn wir die 4 am wenigsten wert seienden nehmen, geht sich's dann aus? Dann wär's genau bei 100. Okay. Ein bisschen warte ich noch, bevor ich wieder mit dem Erstürmen von Gebieten anfange. Also ein Weilchen lang werden wir noch auf normale Art und Weise versuchen, die Gebiete zu übernehmen und dann wird es auch bald zum Erstürmen kommen. So, was kann ich denn währenddessen mal tun? Okay, wir haben 24.000 Dukaten übrigens und ich weiß nicht so wirklich, was ich damit anfangen soll. Ach, die ganze Belagerung dauert aber auch wirklich lange. Wir könnten währenddessen mal für die Statistiken wieder ein bisschen durchgehen, weil dich das interessiert. Wir haben jetzt Einnahmen von 12.000, Ming hat 5.000. Ist damit am zweitbesten. Okay, Autosave übrigens wieder mal, überraschenderweise. Ja, technologisch sind wir der Gipfel der Welt. Außer natürlich bei Flottentechnologie. Armeemäßig sowieso schon längst. Flottentechnisch sind wir derzeit auf Platz 3. Gebäude bauen wäre jetzt nicht so klug, weil ich brauche die Magistrate nachher, um die Provinzen aus dem Reich zu nehmen. So, sind wir mal ein bisschen weiter. Bei den Handelszentren. Sieht es gar nicht schlecht aus. Zumindest jedes einzelne, das wir besitzen, in jedem einzelnen, das wir besitzen, haben wir auch ein Monopol. Und wir bekommen auch wirklich viel Einnahmen aus unseren Handelszentren. Wir haben einige Vasallen noch immer und schon viele normale Verbündete inzwischen. Ja, das waren so die Statistiken. Wir haben, glaube ich, jetzt nur eine Belagerung in der Zwischenzeit gewonnen. Okay, dann die ganzen Kartenmodi könnte ich euch mal zeigen. Also, das Terrain, da ändert sich ja nicht viel. Also, uninteressant. Politische sieht es sowieso die ganze Zeit. Religionskarte, man sieht, Italien habe ich zu einem gar nicht kleinen Teil missioniert. Und auch im Norden haben wir einige protestantische Gebiete, aber der Großteil unserer Gebiete ist noch immer katholisch. Und ansonsten in der Welt... Ja, ich gehe einfach schnell überall drüber, aber sage nicht viel dazu. Nur, dass ihr mal sehen könnt, wie so die Religionenverteilung aussieht. Orthodoxe gibt es schon fast keine mehr. Jetzt übrigens wieder mal Autosave, wie ich vielleicht wieder mal denken könnt. Und Autosave und Autosave. Das Heilige Römische Reich ist nicht mehr viel. Wenn wir Frankreich auch noch erobern sollten... was wir wahrscheinlich noch tun werden. Oh, jetzt haben wir mal neue Einheiten. Wen nehmen wir denn da? Nehmen wir einfach die Rotwolke, ist ja egal eigentlich. So, wo waren wir? Bei der Heiligen Römischen Reichskarte. Wie ihr seht, also, wenn wir das und die letzten Gebiete von Frankreich noch erobert haben, gibt es nur noch hier in Russland und Osteuropa das Heilige Römische Reich. Handelstechnisch haben wir einige große Handelszentren. Dann die Diplomatiekarte, die kennt ihr ja auch schon. Unsere Vasallen hier, hauptsächlich an dieser Grenze zu Litauen und anderen osteuropäischen Nationen. Regionen sind, glaube ich, nicht so interessant. Kulturen, naja, ein Großteil unserer Gebiete sind deutsch. Also, wie nennt man die Kultur? Germanisch. Unsere Einflusssphäre reicht nicht besonders weit.
aber das ist mir eigentlich auch egal. Revoltrisiko haben wir gerade Gott sei Dank fast keines. Unsere Kolonial